Manchmal verhält sich der Markt mustergültig, manchmal ist es aber auch nur so ungefähr schön zu sehen. Trotz alledem, das, was wir hier gerade beim Dow Jones sehen, also die Bewegung, die wir jetzt hier gerade nachvollziehen können, im 5-Minuten-Chart beispielsweise, ist doch ziemlich deutlich unterscheidbar. Die deutliche Aufwärtsbewegung, der klare Schub, den wir hier nach oben haben, und dann diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier haben, zumindest mal mutet sie so an. Es ist eine knappe Überschneidung, wenn man das hier mal guckt. Ich sehe ja immer gerne, ist es ein überschneidender Markt, ist es nicht. Das ist hier relativ knapp, insofern, das hat die Welt schon schöner gesehen. Aber insgesamt kann man sicherlich sagen, dass diese Aufwärtsbewegung hier eine Gegenseite gesehen hat, die tief genug gefallen ist, also fast bis zur 50% Marke, die langsam genug gefallen ist. Das ist ja auch immer wichtig, dass das im Einklang ist, nicht, dass die Korrektur schneller stattfindet als die eigentliche Schubbewegung. Also es hat schon ein bisschen was Korrektives hier und dementsprechend aktuell eigentlich der Startschuss für die nächste Aufwärtsrichtung gefällt. Es ist nicht ganz so sauber, das wäre noch schöner, wenn es mehr überschneidet. Ich zeige euch mal ein anderes Beispiel, weil ich das gerade ziemlich attraktiv finde. Noch in der Vorbereitung, ihr seht, ich habe mir hier so zwei Alarmmarken reingesetzt. Ihr könnt mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. So sieht das bei mir aus, wenn ich Titel bei mir in meine, ich sag mal vorsichtig, Vorbereitungsliste setze. Das heißt, wir haben hier eine wunderschöne, scharfe Abwärtsbewegung. Wir sehen das hier auf Tages- oder vielleicht noch besser im 4-Stunden-Chart. Deutliche Abwärtsbewegung nach der Aufwärtsbewegung und jetzt hier eine Gegenbewegung, die nun alles andere als irgendwie impulsiv zu werten ist aktuell. Viele würden sagen, das ist eine Bärenflagge. Wir haben in dem Fall den Mast halt nach unten und die Flagge sozusagen nach oben. Und die spricht eigentlich dafür, dass wenn der Kurs die letzten Zwischentiefs nochmal rausholt, also hier unten quasi auf der Unterseite, dann gibt es eine realistische Chance, dass sich diese Bewegung nochmal fortsetzt. Also ihr seht, das gibt es bei Währungen auch, das gibt es auch für Shorts. Aber gucken wir uns nochmal die Indizes an. Ich weiß, viele interessiert natürlich, was ist die Lage dort oder wie sieht es da aktuell aus. Und da muss man sagen, aktuell ist das eigentlich eher ein Indiz für die Aufwärtsseite. Aber es ist ein bisschen unsauber. Und das ist das, was viele dann doch im Moment als Schwierigkeit wahrnehmen, sich dann da festlegen zu können für irgendeine Richtung. Das geht mir übrigens auch so. Wenn ich mir da nicht sicher bin, lasse ich dann in dem Fall das dann lieber sein, halte mich da dann etwas zurück und warte, dass in einem der Indizes oder in einem der vielen anderen Märkte das Bild ein bisschen deutlicher eben sich bestätigt. Gucken wir das nochmal beim Nasdaq an, hier die etwas übergeordnete Richtung, deutlich hier runter zumindest mal. Ich vermag es gar nicht so richtig in Wellen zu fassen, aber ich bin eigentlich immer noch ganz guten Mutes, dass man mehr oder weniger das so halbwegs so auffassen kann. Und jetzt die Frage, ist das korrektiv oder nicht? Die Frage gebe ich gerne mal weiter. Hier vorne zumindest mal haben wir viele Überschneidungen, hier hinten lässt das Ganze jetzt dann nach. Und deshalb ist es für mich jetzt in so einem Fall ganz wichtig, vielleicht kriegen wir jetzt die Gegenseite irgendwann sehr, sehr wackelig. Ihr denkt an das Beispiel, was ich eben mit der Währung, das war der australische Dollar gegen den kanadischen Dollar beispielsweise, was wir da gesehen haben. Also ihr seht, das Prinzip ist in allen Zeitebenen findbar grundsätzlich. Manchmal sieht man es sehr deutlich. Das ist der Zeitpunkt, wo ich dann zuschlage. Je deutlicher es ist, je klarer das Bild ist, desto sicherer ist aus meiner Sicht der Trade und desto lieber setze ich den dann um. Und in Situationen, wo so ein bisschen, ja, so eine ich muss dazu sagen, viele sagen dann, ja, aber ich muss doch irgendwas tun, wo ich dann gerne sage, na, dann guck doch mal woanders, vielleicht zum Beispiel jetzt, ich will mal ein bisschen Rundumschlag machen, Pfund gegen US-Dollar. Wunderschöner Fünffäller hier runter. Selbst wer nicht so direkt auf diesen Trichter kommt, würde das ungefähr so nachmalen. Ihr erinnert euch, das sind doch diese klassischen Schubbewegungen und ihr könnt euch jetzt ausmalen, wenn wir jetzt eine A, B, C in diese Richtung bekommen, haben wir einen perfekten Trigger in Erwartungshaltung, dass das mindestens nochmal kommt, mit Chancen, dass das sogar noch deutlich tiefer geht, denn Platz nach unten wäre. Also ihr seht, die Märkte sind und bleiben weiterhin spannend. Guckt selber ein bisschen drauf, wenn ihr Spaß daran habt. Sucht euch die Situationen raus, die für euch da passend sind. Wenn ihr Lust habt, von mir hin und wieder Situationen genannt zu bekommen, dann kann ich euch nur zwei Sachen empfehlen. Meldet euch an fürs Born for Trading. Dann kriegt ihr solche Nachrichten aufs Smartphone, wo ich dann auch mal sage, der kommt jetzt hier dem Trigger relativ nahe beispielsweise und meldet euch an für den Trade des Tages, wo wir dann unsere konkreten Ein- und Ausstiegssignale angeben, sobald wir da was Sinnvolles, was richtig Schönes finden. So, in diesem Sinne, euch viel Spaß, viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns spätestens morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Liebe Grüße.